Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Achterbahnfahrt. Die Frage war, wie ich gefragt worden bin, was soll man vorstellen? Was Technisches? Ich sagte eigentlich nicht. Manchmal wäre es vielleicht was anderes, vielleicht ein bisschen was mit Emotionen. Und ich denke, jeder, der sich am Cutterweg macht, wird Emotionen erleben. Und ich versuche sie mal ein bisschen mitzunehmen und auch ein bisschen mal darzustellen, wo wir stehen. Wir haben erst neu angefangen, das heißt, wir sind nicht durch. Ich kann Ihnen da keine Erfolgskonzepte mitgeben. Ich denke, muss jeder selber entwickeln. Was möchte ich tun? Ich werde einen kurzen Überblick des Siemens AG geben, nicht viel. Und dann vielleicht Hinweise, warum haben wir uns entschieden, Cutter zu tun? Warum haben wir uns gewagt, auf diese Achterbahn uns zu begeben? Und die Frage ist, wir haben einige Loops und ein paar Twists hinter uns und wie es uns derzeit geht. Und die Frage ist, gehen wir in weitere Runden oder nicht? Vielleicht zu meiner Person, ich habe auch schon ein paar Lernzonen hinter mir, auch viel Neues getan. Ich habe bei der Siemens AG als im internationalen Trainee-Programm angefangen, war da auch in Indien, schon 1996 in Kalkutta, war eine sehr prägende Erfahrung. Habe dann verschiedene Managementpositionen in der Werk Bruchsal durchlebt und man war 3,5 Jahre in China, dort auch Werksleiter. Wo sind wir zu Hause? Wir sind im Bereich Industrie, also einer der großen Sektoren, dort im Bereich Drive Technologies zu Hause, also Antriebssysteme. Was sind Antriebssysteme? Es gibt die Large Drives, wie es schon heißt, Großantriebe, Großmotoren im Bereich Zement oder auch im Bereich Schiffe. Wir machen auch Mechanical Drives, sind Getriebe für Windgeneratoren oder auch Getriebemotoren. Was uns auch beschäftigt, ist E-Mobility über Antriebe dort. Und wo ich jetzt herkomme oder wir herkommen, ist Motion Control Systems. Was machen wir? Wir liefern Lösungen für Werkzeugmaschinen, also Produktionsmaschinen, also auch Antriebslösungen. Sagen wir, im Werkzeugmaschinenbau ist unser Markenname Sinomeric. Die meisten, die im mechanischen Bereich unterwegs sind, sollten die Sinomeric kennen. Ich hoffe es zumindest, dass sie nicht den gelben einsetzen. Im Bereich Produktionsmaschinen benutze ich Simotion. Und sagen wir, jede Produktionsmaschine oder jeder Motor, das ist unsere Simotics, braucht Antriebe, sind unsere Dynamics-Antriebe. Wo bin ich zu Hause? Ich bin Standard- und Werksleiter in Erlangen, am Standort F80. Der Standard selber hat ungefähr 3.500 Mitarbeiter, das Werk plus Logistikcenter ungefähr 1.500. Das Besondere am Standort ist, dass alle Funktionen der Business-Unit-Einheit zusammen sind. Das heißt, wir haben die Entwicklung am Standort, Marketing, aber auch Logistikcenter, Reparaturcenter. Und wir bauen dort Steuerung und Antriebe. Die Motoren selber kommen aus Bad Neustadt. Kommen wir nun zu unserer Fahrt zur Entscheidung und auch von den Loops. Die Frage war für uns, warum tun wir das? Wir sind überzeugt, dass es drei Schlüsselfaktoren gibt, damit ein Werk oder wir zukunftsfähig sind. Eine Fähigkeit ist das Thema Wandlungsfähigkeit. Das heißt, ganzheitliches und schnelles Anpassen an sich ändernde Umgebungsbedingungen. Die zweite Fähigkeit, wir denken, ist essentiell, ist innovationsstark. Innovative Produkte schnell verfügbar durch integrierte Produktprozessentwicklung. Und der dritte Schlüsselfähigkeit, neugierig und veränderungsbereit. Offenheit für Neues, bereit zu sein, neue Wege zu gehen oder bei unseren Wurzeln zu vergessen. Wenn man die drei Fähigkeiten betrachtet, man, der Herr Roth hat es ja schön beschrieben, Fähigkeiten brauchen Führung. Wenn sie wandlungsfähig ist, die Frage, wie merke ich, dass ein Markt sich verändert, wie merke ich, dass etwas gut tut, nur wir als Führungskräfte, es sind nur ein paar Leute. Ich brauche alle meine Leute, um diese Veränderung kontinuierlich nachfahren zu können, nicht disruptiv. Innovationsstark, welche Kultur schaffen wir, Innovationen zuzulassen? Auch das Thema neu und veränderungsbereit, dürfen die Mitarbeiter was Neues tun, müssen Standards bleiben und die Antwort war früher immer Coaching. Nur Coaching allgemein war die Frage, naja, so 100% wussten wir auch nicht, was da zu tun ist. Und sagen wir, 2012 sind wir das Buch von Herrn Rother gestolpert, das Thema Cutter. Und die Rückmeldung von Abteilungsleiter war, das war das beste Buch, das Sie so lange gelesen haben. Und ich habe gesagt, super, dann tun wir es doch. Aber wie immer eigentlich ein Großkonzern, wir haben nicht nur ein Thema, sondern mehrere Themen laufen gehabt. Und wir haben regelmäßig Strategie-Meeting und gesagt, ja gut, wenn wir es tun, es waren auch andere Alternativen, wir müssen es richtig tun. Und das ist jetzt die Originalfolie, deswegen ist es nicht daran, was gedacht war, zu veröffentlichen. Wir hatten damals zwei Alternativen zu tun, nämlich den Herrn Takeda weiter einzuladen oder voranzubringen oder das Thema Cutter zu führen. Ich hätte die Kollegen damals gefragt, wenn wir es tun, dann konsequent, nicht halb. Haben Sie die Ressourcen, wobei im Nachgang die Frage nach den Ressourcen die falsche hier war, aber das ist das, was man dazugelernt hat. Was hat für Sie höhere Priorität? Was bringen Sie persönlich weiter? Also die Frage, was die Abteilungsleiter selber weiterentwickeln kann. Und was brauchen Sie derzeit, um einen wesentlichen Sprung zu machen? Und eigentlich das Votum war relativ klar, wir wollen 2013 das Thema Cutter mitnehmen. Was wir indirekt getan haben, waren die Option, nichts zu tun, hat es auch gegeben. Also die Option ist dann aber nicht gewählt worden. Im Wesentlichen, was wir hier geschaffen haben,
eigentlich ein Commitment der Führungskräfte. Es ist nicht von mir gekommen, ihr müsst das Thema tun, sondern es waren viele Führungskräfte dabei, gesagt, jawohl, wir wollen das tun, nachdem sie das Buch gelesen haben. Und wie man dann bei Siemens so ist, gut, schnell getan, sind wir vorwärts gegangen. Bevor ich aber weitergehe, warum heißt Achterbahn? Es hat schon ein paar Eigenheiten zusammen und das vielleicht erleben, war auch die Bitte, vielleicht machen wir eine Achterbahnfahrt, dass wir erleben, nämlich auch die Schreie erleben. Sie können da beurteilen, ob die Schreie positiv, negativ sind. Mal ganz kurz die Minute Zeit zu nehmen für Achterbahnfahrt. Am Anfang geht es immer relativ entspannt hoch. Man ist auch ganz stolz, dass man die Achterbahn gesetzt hat. Ich habe das, wenn Sie dann selber erleben, diskutiert, ganz stolz drauf zu sein. Dann wird hochgezogen, man ist immer noch relativ entspannt. Meistens, wenn man dann oben ist, wird das erste Problem schon, da geht es nämlich dann abwärts. Man ist ja relativ nicht mehr so entspannt. Die Achterbahn ist relativ entspannt, die geht nicht gleich in die Vollen, sondern gibt einen gewissen Vorlauf. Und ab einer gewissen Fahrt merkt man schon, wird das Gefühlsleben anders. Manche Leute schreien positiv, manche auch negativ. Es gibt eine verschärfte Option, wenn sie im Dunkeln fahren, sie nicht wissen, wo hin. Sie können die Augen zumachen. Das war ein positiver. Und das Gute in der Achterbahn ist, es kommen alle an. Und das entscheidende Frage ist, steigen alle wieder ein? Oder nicht. Und ich war da letzte Mal in den USA, selber Erfahrung gemacht mit Kindern. Also eine, meine Tochter, hat gesagt, super, also war sehr begeistert am Anfang. Mein Sohn hat gesagt, um Gottes Willen, wir sind nämlich in einer Geisterbahn im Dunkeln gefahren. Sie wussten nicht, fahren sie links oder rechts. Also war schon enorm. Das Interessante ist, danach wollten sie alle wieder fahren. Und das ist das Interessante daran, egal wer geschrien hat oder nicht, Achterbahn hat auch ein bisschen was zu tun, was wir getan haben. Und jetzt möchte ich kurz darauf eingehen. Also wie gesagt, wir waren beim Hochziehen, wir waren alle begeistert, das tun wir. Und wir haben gesagt, gut, es gibt fünf Leute, die hören sich mal das Thema Kata näher an. Beim Training von Herrn Aulinger waren wir zu fünf, das war im Oktober letzten Jahres. Und wie gesagt, während des Meetings war uns klar, super, das ist genau das, was wir brauchen. Aber die erste Ernüchterung ist relativ schnell gekommen. Nicht? Ganz am Ende war es 100 Übungszyklen als Coach. Wow, wie soll ich denn das tun? Ist es denn wirklich notwendig? Wie sollen wir das anpacken? Weil es hat unseren Plan nämlich komplett durcheinander geworfen. Wir haben auch Pläne gemacht, ohne zu wissen, wie es geht. Dann haben wir uns am Rückweg zusammengesetzt danach, gesagt, wollen wir es denn eigentlich wirklich tun? Und haben gesagt, ja, wir wollen das angehen und haben natürlich den Plan wieder umgeschmissen, was hat nicht dazu gepasst, was der Aulinger uns beigebracht hat. Aber wir haben beschlossen, jawohl, wir fahren den Loop runter. Es war die erste Achterbahnfahrt zwischen super und scheiße, war relativ eng beieinander. Also sind wir klassisch systematisch vorgegangen. Wie gesagt, wir haben die Führungskräfte geschult, ein bisschen längeren Zeitraum. Wir haben parallel sagen wir mal, die Verbesserer, die wir erreichen wollen, mitgenommen, dass sie nicht überrascht waren, gibt es da einen Karatekurs zu machen. Und haben gesagt, wie diese Lerngruppen gebildet, um uns vorwärts zu bewegen. Und wie gesagt, danach war der Plan, wenn die Lerngruppen durch sind, gehen wir ganz normal in das Coaching über. Das war der Plan, so sind wir vorgegangen. Und ich denke, wir sind im Plan auch ganz gut unterwegs gewesen. Was haben wir jetzt denn erlebt auf dem Weg dorthin? Also wir sind gemeinsam gestartet, das ist mal das Wichtige, bei der Achterbahn kann keiner aussteigen. Das Wichtige ist, wir werden auch alle gemeinsam wieder aussteigen. Einige sind aus der Kurve geflogen, selber nicht, vielleicht haben sie die Augen zugemacht, manche haben geschrien, im negativen Sinne. War interessant, ein Kollege hat mal gesagt, ich kann derzeit nicht, hat es ausgesetzt, hat aber wieder angefangen, ohne dass man jetzt Druck ausüben müsste. Interessant war, Skeptiker haben positive Erfahrungen gemacht. Sagen die Kollegen, ja, ich habe nur langzyklische Themen, ich bin nicht so kurzzyklisch, haben mal kurzzyklische gefunden und sagen, oh, ganz interessanter Ansatz. Und viele eigene Wege gefunden. Hängt von der Führungskraft selber ab, der eine hat so gemacht, der andere so gemacht, hängt von der Persönlichkeit ab. Ingenieure mit Doktortitel haben das eher wissenschaftlich getan, Praktiker haben das dann eher pragmatisch angegangen. Aber wir haben eigene Wege gefunden, was dazu führt, dass wir eigentlich, sagen wir, zwar nicht über eine gefahren sind, aber wir sind eigentlich gemeinsam angekommen und sagen wir, das war eigentlich das Wichtige dabei. Das heißt, wir haben einen Zyklus jetzt durch und die Frage war, was wollen wir tun? Und wir waren uns alle einig, alle durch die Bank, dass eigentlich die richtige Entscheidung war,
trotz der Hindernisse und dass es der richtige Weg ist. Wichtig war für uns, die Cutter-Routine ist mittlerweile bewusst und oftmals unbewusst im Einsatz. Und es gilt eben das Thema Fördern und Fordern. Wir hatten auch letztes Mal den Herrn Takeda da, das war ganz interessant, wenn er möchte, macht er das ja auch nicht nach der ursprünglichen Frage, aber die Teamleiter haben das gleich wieder erkannt, war ganz entspanntes Arbeiten. Der Abteilungsleiter und der Meister, oh, der macht der Coaching Cutter. Das war intuitiv, es war sehr interessant, mit welcher Geschwindigkeit er die Themen machen konnte. Der war ja auch vor eineinhalb Jahren schon mal da, und dann war das ein völliges Desaster. Und ich gesagt, ja, weshalb ist es jetzt unterschiedlich? Unterschied war, wir haben viele Sachen weiterentwickelt, wir haben uns kulturell entwickelt. Und ein Thema war, das Thema Coaching Cutter einfach mal aufzunehmen, dass es normal ist, jemand nach dem Zielzustand zu fragen, Istzustand, nach Hindernissen und kurzzyklisch zu fragen, wann setzt du denn um? Und setzt das um, was kurz ist. Das zweite Teamleiter kennen die Routine, entwickeln, haben Spaß dabei. Das war das wichtige Thema. So, hey, macht richtig Spaß, das auch zu tun. Und wir haben relativ gute oder wir haben wirklich gute Ergebnisse erzielt zu den Themen. Wir konnten bei der Lackiermaschine die Hälfte reduzieren, wo gesagt es ist wert, diesen Weg zu gehen. Die Fahrt ist wichtig und lohnend, weil im Wesentlichen wir eins tun. Wir entwickeln gemeinsam einen weiteren Kulturbaustein zur zielgerichteten kontinuierlichen Verbesserung. Was heißt Kulturbaustein? Jeder, der sich auf die Fahrt macht, muss wissen, es verändert die Kultur. Und ein Jahr ist für Kulturveränderung nichts. Wir sind im ersten Jahr. Wir haben viele Rückschläge erlebt, wir haben viel gelernt. Wir wissen ungefähr, sagen wir, was auf uns zukommt. Wichtig ist eins, das ist nur der Anfang eines längeren Weges. Und uns ist klar, wir werden auch im zweiten Jahr nicht perfekt sein. Es wird auch ein zweites, drittes, viertes Jahr dauern. Wichtig ist aber das Commitment der Abteilungsleiter, dass keiner aussteigt. Und ich denke, das war das Wichtigste für uns. Wir, kein Abteilungsleiter sagt, ich steige jetzt aus, das war mir zu doof. Sondern jeder sagt, nee, ich steige wieder in diese Achterbahn ein. Das Schlimme ist, wir werden wieder das gleiche erleben, es wird auf und ab geben, Mario wird schreien, die Hände vor den Augen halten, aber jeder Abteilungsleiter sagt, nee, das machen wir mit. Auch die Meister haben wir mitbringen können mit dazu und auch vom Betriebsrat ist eigentlich das Feedback eigentlich sehr positiv. Und es kommt kein Teamleiter auf uns zu, sagt, gehen wir mit Cutter vom Acker, das passiert nicht. Von dem her ist es eigentlich sehr positiv für uns gelaufen, in dem Sinne, auch wenn wir unsere Ziele im ersten Jahr nicht alle erreicht haben, weil wir der Meinung waren, den Weg gemeinsam zu gehen. Was verändert man jetzt? Es sind ja welche durchgekommen durch die 100 Zyklen. Es sind etliche durchgekommen. Die fangen natürlich jetzt an, in den Cutter-Projekten das zu arbeiten. Da war auch die Frage, wenn ihr alle aussteigt, dann machen wir auch nicht weiter. Das war auch ein wichtiger Punkt in der Diskussion. Und die Frage ist natürlich, wie schaffen diese 100 Zyklen für die Kollegen, die manchmal abgehängt worden sind. Und da gehen wir jetzt einen anderen, einen veränderten Weg. Wir machen jetzt eine Simulation quasi, um hier mehr Zyklen zu bekommen in kurzer Zeit. Um hier, sagen wir mal, dieses eine der Haupthindernisse einen Schritt voranzukommen mit, um auch das umzugehen. Und hoffen eigentlich, dass wir dann, sagen wir, ab nächsten Jahres dann eigentlich die meisten Teamleiter und meisten Gruppenleiter und Abteilungsleiter in dem Bereich haben. Der Rest verändert sich an und für sich nicht. Was ist das Fazit für uns? Letztendlich, sagen wir, haben ein Grundprinzip, das wichtig ist, fortgehen, sehen und lernen. Das unterstützt Coty Culture extrem gut, weil ohne Fortgehen klappt das nicht. Und vor 10 Jahren habe ich mir eins gelernt, es gibt die 8 ultimativen Management-Tools. Ich habe gesagt, hey, auch das unterstützt. Und das sollte man sich vielleicht auch mitnehmen. Was sind diese 8 ultimativen Management-Tools? Das war mal so mein Vorvorgänger, der es mir mal erklärt hat. Erstens sind die Füße. Gehen als Ort des Geschehens. Müsste bei Coaching Karte auch machen, vom Büro geht es schlecht. Nutze die Augen, nimm dir die Zeit und beobachte den Prozess aus der Distanz heraus. Das sollte man bei Coaching Karte auch tun. Man sollte schon mal drauf schauen. Ist auch ein gutes Thema, zeig mir mal, habe ich gelernt, ist ein wichtiger Punkt. Zweite, dritte Methode ist Nase. Entwickle eine Spürnase, rieche, was faul ist im Prozess, läuft es oder läuft es nicht. Bei Diskussionen werden Sie selber schnell merken, ist das, was mir erzählt, das Richtige oder muss ich nochmal bohren? Vierte Tool, Ohren. Höre, was die Mitarbeiter zu sagen haben, passe zu dem, was du siehst und riechst. Auch hier ist wichtig im Coaching Cutter, das sollte zu dem passen, was man tut. Der Mund, rede mit den Leuten vor Ort, nachdem du zugehört hast. Das ist immer ganz wichtig, nicht vorher reden, sondern erst zuhören. Das im Management machen wir nicht so einfach. Hände, begreife, was das Problem ist und dann packe es an. Das heißt, wenn wirklich nicht verständlich ist, rauszugehen. Und das Letzte, setze das Hirn ein. Nutze die gegebenen Werkzeuge, Methoden, je nach Aufgabe. Nutze aber vor allem den gesunden Menschenverstand. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema bei Coaching Cutter. Es gibt zwar viele Routinen und Tools, aber der gesunde Menschenverstand ist das Wichtigste. Denn natürlicher Verstand kann fast jeder Grad von Bildung ersetzen.
aber keine Bildung, den natürlichen Verstand. Und ich denke, mit diesen Sachen unterstützt Coaching Cutter eigentlich wichtige Themen, auch fürs Management, weshalb Coaching Cutter eigentlich für uns ein wesentlicher Baustein für die Kultur ist, wirklich rauszugehen. Deswegen haben eigentlich alle Abteilungsleiter gesagt, wir setzen uns wieder in den Zug, wir setzen uns wieder auf die Achterbahn und gehen das gleiche Risiko ein, beziehungsweise haben auch Spaß dran, wohl wissentlich, dass manche Leute wieder schreien werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, das war mein Vortrag dazu.